zu meinem letzten Vlog aus Seoul. Wir hatten Klausurenphase, also sehr viel lernen, sehr viel in Cafés sitzen und Assignments schreiben. Und ja, ich hatte auch noch Geburtstag. Genau, das ist auch noch in dem Vlog. Und ansonsten habe ich alle Leute noch mal wieder gesehen und mich von allen verabschiedet. Jetzt nach der Uni hier beim Korean Barbecue. Ja, danach stinken wir. Aber tun wir eh schon. Ne? Wir wollen extra nicht duschen. Ich habe noch was gemacht. Von hier. Wir gehen jetzt zum Corners Pub, also zu einer Bar in Hongdae. Und ich habe schon Geschenke bekommen. Ja. Jetzt gehen wir mit dem Dozenten und dem ganzen Kurs Wein trinken und der Dozent lädt uns ein. Jederzeit, jederzeit, weil wir eingeladen. Montag, der 4. Dezember, und heute bricht meine letzte Woche an. Und
Ich habe heute Morgen schon gelernt zu Hause und jetzt geht's in die Uni. Und ja, es ist so seltsam. Ich fliege einfach schon am Freitag nach Frankfurt. Am Freitag schon. Dann sind 3,5 Monate schon um. Das ist so crazy. Jasmine und Sally, und Jasmine zeigt uns jetzt die ganzen guten Spots hier. Yeah, so which one do you want to try the first? This is Korea's oldest street food market, and this is like meat pancakes. It's always very weird to say pancakes, because like when I think of pancakes, you always like think about the syrup ones. Yeah. Yeah. This is like meat and onions. Mm-hmm. Mmm. Mmm. Wow, it's really good. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. So this is my favorite Korean dish. And this is kimbap, which is like sushi, but I wouldn't call it sushi because that's Japanese, and I'm just gonna call it kimbap. But like, und es ist Kimbap, also das ist das koreanische Sushi. Aber Jasmine meinte, Sushi ist das japanische Kimbap. Yukke, it's like beef tartare, raw beef with raw egg, and this is also like a must go try to do in this market. Hi, Samida. Cheers. And I also saw baby noodles. Heute ist der vorletzte Abend und ich bin am Packen und es ist echt seltsam. Ich muss jetzt versuchen, alles in diese zwei Koffer zu packen. Ja. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember, und ich laufe das letzte Mal zum Campus. So, last time coffee at SKKU. Saying goodbye. Bye-bye. Goodbye. two hours. How many hours? 12 hours before the flight? Oh my god, I don't want to count. 16. Anna, she even brought me some Russian chocolate. Call your name. Okay, last time. Okay, so please raise your hand. Then you are done, okay? Jiyeon. Jiwon. Das ist das letzte Mal, dass ich jetzt am Campus war, und wir gehen noch zusammen zur Bahn und dann müssen wir goodbye. Then it's time to say goodbye. Ich kann das noch nicht realisieren. Ja, morgen geht's zurück. Insgesamt 14 Stunden. Ja, da werde ich so Seoul mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit dann noch rumging. Das waren insgesamt 3,5 Monate. Und ja, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Es war echt richtig, richtig cool. Und ich freue mich bald schon wieder nach Seoul zu fliegen. So in 2 Jahren. Annyeonghaseyo.